Ihr lieben Kids, ich hoffe, euch geht's gut. Naja, doch, wir machen das Beste draus. Ne? Wir sind zwar alle noch im Lockdown, aber wir haben uns gedacht, wir haben doch schon mal gemeinsam ein schönes Training gemacht, gerade für die Kinder der Arche. Herzliche Grüße an die Arche. Hallo. Hier, da ist YouTube, da ist Instagram, aber wir grüßen natürlich auch alle anderen Kids. Und weil wir schon mal so ein schönes Training gemacht haben, werden wir heute wieder ein Training machen. Denn wisst ihr was? Wenn wir beide mal nicht so gut drauf sind, dann machen wir ein bisschen Sport, wir drehen die Musik auf, wir bewegen uns ein bisschen und dann sieht die Welt schon wieder ein bisschen besser aus. Also, genau das machen wir jetzt. Wir machen heute, was machen wir heute für ein Training? Ein Sockentraining. Ein Sockentraining! Da sind die Socken! Das ist also unser Trainingsgerät. Du möchtest rot, okay, dann nehme ich blau. Also ihr Lieben, alles was ihr heute braucht, sind also Socken. Vielleicht noch eine Trainingsmatte, wenn ihr habt, oder auch ein Handtuch oder einen weichen Untergrund und vielleicht noch später ein bisschen was zu trinken und gute Laune. Das war's. Mehr braucht ihr nicht. Also, ihr geht die Socken holen und dann zeigen wir euch, was wir heute machen. Alright? Also, let's go! Bam! Also, wir fangen an mit dem, ich nenne es mal Sockenwurf. Das heißt, ihr werft die Socken hoch, fangt die Socken und jetzt geht ihr runter in die Kniebeuge. Werft die Socken hoch, fangt die Socken und dann wieder in die Kniebeuge. Sieht so aus. Eins. Zwei. Ja? Jawohl. Das ist die erste Übung. Wir kommen zur nächsten Übung. Sockenbeini. Das ist eine tolle Übung für den Bauch. Ihr hebt die Beine an und schaut, dass ihr im Bauch Spannung habt. Und jetzt nehmt ihr die Socken und übergebt sie unter den Beinen. Ja? So sieht das aus. Eins. Zwei. Genau. Drei. Für diejenigen, für die das zu schwer ist, kein Problem. Geht einfach mit der Ferse runter. Achtet aber drauf. Brust ist raus, Spannung im Bauch und dann übergebt ihr sie so. Ne? Aber achtet auch immer ein bisschen Spannung im Bauch. So ist es natürlich etwas effektiver, aber wichtig ist, dass ihr mitmacht. Und wenn es zu schwer ist, dann macht das halt so. Wir kommen zur dritten Übung. Ihr geht in die Liegestützposition. Die Socken liegen auf der rechten Seite. Der Bauch ist fest. Und jetzt seid ihr ganz fest, so fest wie ein Brett. Ihr schaukelt nicht hier unten lang, sondern hier oben. So, und jetzt übergebt ihr oder legt die Socken zur linken Seite. So, und zur anderen Seite. Und zur linken Seite. Und zur rechten Seite. Ihr seht schon, bei Patrice, der hat sich jetzt auf die Knie gestützt. Ja, das können wir euch auch mal zeigen. Das heißt, ihr drückt euch hier hoch auf die Knie. So, und jetzt seid ihr in so einer halben Liegestützposition. Und jetzt macht ihr das Ganze eben auf den Knie. Übergebt links und übergebt rechts. Achtet drauf, wenn ihr übergebt, der Bauch ist immer fest. Boah, ist der Bauch fest. Die vierte und letzte Übung, jetzt fliegen wir eine Runde. So, jetzt stellt euch mal auf ein Bein. Ich nehme jetzt mal das rechte Bein und jetzt Flügel ausklappen, geht nach vorne, das hintere Bein geht ganz nach oben, soweit es geht, ja? So dass ihr wie so eine Waage seid. Und jetzt geht ihr mit einem Flügel oder sprich mit einem Arm runter an die Socke und jetzt Bauchspannung und jetzt zieht ihr ein Socken hoch zur Brust und wieder zurück. Ihr haltet den Socken in der Hand und wieder hoch. Zwei, drei. Und die andere Seite. Das heißt, linkes Bein, Flügel ausklappen, Bein hoch und jetzt rechter Arm runter. Eins, zwei. Genau, das ist die vierte und letzte Übung. Wunderbar, oder? Das ist das Sockentraining, so sieht es gleich aus. Jetzt machen wir uns aber erstmal warm, okay? Also. Schön dynamisch gehen.
stehen. Vier, fünf, sechs, jawohl, sieben.
7, 8, komm anfangen, 9, 10, yes, wunderbar. Das war schon Übung Nummer 2, jetzt kommt Übung Nummer 3 und auf. Nächste Übung, Socke legen. So, entweder auf dem Knien oder in der Stützposition, wir fangen an. Okay? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Bauch ist fest. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl! Ausschütteln. Super. Danke. Bock. Thank you.
Spitzen. Und weiter atmen. Die Hände berühren den Boden. Jetzt kommt ihr langsam wieder hoch. Immer wieder tief ein- und ausatmen. Und jetzt kreist mal mit einer Schulter, welche ist egal. Schön kreisen. Nach hinten kreisen. Und jetzt nach vorne kreisen. Und immer atmen. Und jetzt nehmt ihr mal die andere Schulter. Super, macht ihr das. Sieht klasse aus. Sehr gut. Und jetzt mal beide Schultern. Beide Schultern. Und jetzt nach vorne kreisen. So. Und jetzt greift ihr mal ganz nach oben. Jetzt muss ich vorsichtig sein, weil hier ist eine Lampe. Stellt euch vor, da oben sind Orangen. Orangen, die ihr pflückt. Die ihr pflückt. Runter, jawohl. Ganz viele leckere Orangen. Hoch und hoch. Und noch zwei. Jawohl. Und jetzt schüttelt ihr euch aus. Wunderbar. Jetzt versucht mal ein Bein anzuwinkeln. Und jetzt achtet mal darauf, dass das Knie an das andere Knie gelangt. Genau. Und jetzt zieht ihr den Oberschenkel ein bisschen zum Po. Ja? Super macht ihr das. Klasse. Noch ein bisschen halten. Entweder haltet ihr euch irgendwo fest. Oder manche können es auch freihändig. So. Und dann die andere Seite. Super. Und wieder Knie an Knie. Super. Könnt dann eventuell vielleicht mal den Arm rausnehmen, um euch besser in Balance zu bringen. Sehr schön. Super. Und jetzt einmal atmen. Und ausatmen. Und schönes Cooldown, oder? Hat Patrice toll gespielt, oder? Und spielt immer noch toll. Es war ein richtig schönes Training mit euch. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und ich meine, wir sind ja alle gerade im Lockdown und das ist für uns alle eine sehr, sehr angespannte Phase. Sowohl für dich, für deine Eltern, für deine Geschwister, für deine Freunde. Es ist alles ein bisschen schwierig gerade. Aber wisst ihr, manchmal ist es so, dass wenn du Ärger hast oder wenn du das Gefühl hast, ich reg mich gerade auf, dann mach genau das, was wir gerade zum Abschluss gemacht haben. Dann atmet mal tief ein und aus. Das heißt, wenn ich manchmal so ein bisschen verärgert bin, dann ziehe ich mich zurück und dann mache ich Folgendes. Ich denke an was Schönes, an ein schönes Erlebnis, vielleicht an ein tolles Fußballspiel, was ich mit Freunden mal gemacht habe, oder denk an tolles Essen oder denk an schönes Wetter, denk an tollen Urlaub. Und dann atme ich fünfmal ganz tief ein und aus. Ja, ganz tief ein und aus. Das müsst ihr mal ausprobieren, dass wenn euch irgendetwas ärgert, wenn Mama und Papa vielleicht ein bisschen gestresst sind oder wenn irgendwas nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Das ist ja gerade im Lockdown, glaube ich, sind wir da alle dem ein bisschen ausgesetzt. Dann versucht mal in solchen Momenten ganz tief ein- und auszuatmen. Das heißt nicht schimpfen, sondern zieht euch zurück und atmet fünfmal ganz tief ein- und aus. Wollt ihr das mal ausprobieren? Ja. Großartig. Super. Also nochmal vielen herzlichen Dank und dann sehen wir uns beim nächsten Training wieder. Wir versprechen euch, wir werden bald wieder ein neues Training machen. Ne? Und dann zu guter Letzt auch noch eine Nachricht an die Kinder der Arche.
mit einem befreundeten Sporttrainer, und zwar der Matthias Haun, hatten wir die Idee, dass seine Gage, die ich ihm hätte zahlen dürfen für eine andere Sportaktion, da hat er gesagt, weißt du was, Daniel, du machst doch so viel für die Arche, Patrice auch, wollt ihr dieses Geld, was ihr mir hättet geben sollen, vielleicht an die Arche spenden? Und dann haben wir gesagt, ey, das ist eine super Idee, weißt du was, 500 Euro von Matthias und 500 Euro packen wir doch mit rein, also 1000 Euro geben wir an die Arche in Potsdam, und Patrice wird dann hoffentlich auch bald wieder mit euch, ihr lieben Kinder aus der Arche in Potsdam, wird dann bald wieder mit euch ein bisschen spielen, ja? Aber jetzt geht erstmal 1000 Euro an euch, und ja, euch eine ganz, ganz tolle Zeit, und ich würde sagen, bis zum nächsten Training. Lasst es euch gut gehen, ja? Und immer tief ein- und ausatmen. Also, bis bald. Ciao, macht's gut. Tschüss.